Ei, gute Wie, grüße euch zu einem weiteren LS25 News Video. Heute mit dem Themenschwerpunkt Wasserbüffel. Und ja, Giants hat da einen netten kleinen Blog-Eintrag rausgebracht mit vielen schönen Screenshots und ein paar Infos zu den Wasserbüffeln und außerdem auch einem Interview mit dem Lead Character Artist. Falls ihr euch das alles genau durchlesen wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich den Blog-Eintrag verlinkt. Und wenn ihr schon da unten seid, ich sehe natürlich auch immer wieder gerne, wenn ihr auf Abonnieren und den Daumen drückt. Sowie natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Vielen lieben Dank. Ja, die Wasserbüffel an sich sind sehr, sehr robust und anpassungsfähig, haben dadurch auch überhaupt keine Probleme mit dem heißen und feuchten Klima in Südostasien. Somit passen sie natürlich auch wunderbar auf die kommende asiatische Map. Aber da sie so anpassungsfähig sind, fühlen sie sich nicht nur dort wohl, sondern natürlich auch in anderen Regionen. Heißt, ihr könnt die natürlich auch in anderen Maps verwenden. Teilweise gibt es wohl sogar auch Regionen, in denen es für Reichtum steht, wenn ihr Wasserbüffel haltet. Also wenn ihr ein bisschen flexen wollt, habt ihr ordentlich viele Wasserbüffel. Ja. Dann gibt es noch eine schöne Neuigkeit, die, wie ich finde, so mal eben so ganz lapidar nebenbei erwähnt wurde. Wasserbüffel fressen das Gras auf ihrer Weide. Denn das sind, das sind schöne, nette, große Rasenmäher. Und man sieht das auf diesem Screenshot sogar recht gut. Denn das Gras auf der Weide ist deutlich niedriger als das Gras, was um die Weide drumherum steht. Weil es eben immer recht niedergefressen wird. Und ja, das machen nicht nur die Wasserbüffel im LS25, sondern es werden auch die anderen Tiere wohl tun. Also Giants, mega, mega geil, dass hier nun tatsächlich auch das Gras auf den Weiden gefressen wird. Das gefällt mir wunderbar, das feiere ich. Und ja, nach dem Essen sollst du ruhen und keinen müden Schritt mehr tun. Legen wir uns erstmal auf die Weide und werfen einen netten Blick in die Kamera. So, ja, dann was machen wir natürlich mit den Wasserbüffeln? Das sind nicht nur Rasenmäher, sondern wir können die auch melken. Und Wasserbüffelmilch ist besonders fett-, eiweiß- und mineralstoffhaltig, wodurch es sich hervorragend zur Produktion von Milchprodukten eignet. Auch da wurde schon mal ein bisschen was vorgestellt, da kommen wir gleich noch drauf zu. Vorher schauen wir uns erstmal die verschiedenen Altersstufen der Wasserbüffel an. Wir sehen also hier vorne in der Mitte, das ist das Kalb, noch sehr klein und ja, very, very sweet. Dann rechts daneben haben wir dann den Teenager. Wir sehen auch hier auf dem Bild, hier die Hörner sind schon durchgestoßen, aber noch ganz klein. Aber natürlich trotzdem schon ein bisschen stämmigeres Tier geworden. Und auf der linken Seite dann das erwachsene und ausgewachsene Tier. Und ja, hier haben wir nochmal die Kleinen. Sind sie nicht süß? Und dann haben wir hier auch nochmal die Teenagers. Ja, sehen schon so ein bisschen aus, als na, hätten sie ihren eigenen Kopf so langsam, wie ja auch andere im Real Life. So, mit 18 Monaten beginnt dann die Milchproduktion und mit 18 Monaten fangen sie auch an, sich dann zu vermehren. Also ihr könnt natürlich auch hier euren eigenen Nachwuchs züchten. Aber wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr natürlich auch die verschiedenen Altersstufen direkt beim Viehhändler kaufen. Und ja, die Milch können wir dann natürlich zur Molkerei bringen und können sie zum Beispiel hier in nette Büffelmilchbehälter abfüllen lassen, die dann eben so direkt in den Supermarkt gehen können und wir sie dort für gutes Geld an Mann bringen. Oder aber natürlich, wer kennt es nicht, Büffelmozzarella, der einzig wahre, der richtige Mozzarella. Mmh, lecker.
da würde ich jetzt auch eine Palette von nehmen. Ob es noch weitere Produkte mit der Büffelmilch gibt, das ist leider noch nicht bekannt. Da werden wir uns noch ein bisschen überraschen lassen müssen. Aber bis hierher muss ich sagen, gefällt mir das Ganze schon mal sehr gut. Und wie gesagt, die Tatsache, dass sowas wie, dass die Tiere ihr Gras von der Weide fressen, einfach so nebenbei dahergeschrieben wird, Wahnsinn. Also so kleine Features, die noch mit dazukommen, die einfach mal so nebenbei genannt werden. Und ich bin gespannt, was da vielleicht noch so alles kommt. Ich werde natürlich versuchen, euch da weiter auf dem Laufenden zu halten. Deswegen auf jeden Fall Abo da lassen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und falls ihr jetzt sagt, boah, das hat mich überzeugt, ich möchte auch den LS25 haben, um mir ein paar Büffel zu halten, dann schaut auch da in die Videobeschreibung, habe ich ein paar nette Links drin versteckt, wo ihr das Ganze vorbestellen könnt und mich gleichzeitig unterstützt. An alle die, die das machen oder schon getan haben, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Habt noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns gerne in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.